Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel in der MDCC-Arena gegen Hannover 96. Endstand vor 23.908 Zuschauern 0:4. Präsentiert wurde diese Partie von unserem Partner EEW. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer Stefan Leitl und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Stefan Leitl. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ja, wir sind natürlich sehr glücklich und zufrieden, dass wir den zweiten Sieg jetzt in Folge landen konnten, dass wir erneut zu Null gespielt haben. Wenn man das Spiel chronologisch betrachtet, waren wir sehr griffig in den Anfangsminuten, konnten durch aggressives Anlaufen, durch Intensität die Magdeburger auch immer wieder zu individuellen Fehlern dann zwingen. Ich habe das ja schon gesagt, im Vorfeld dieser Partie, es ist nicht immer einfach, gegen diese Mannschaft zu spielen, ja, weil sie da im eigenen Ballbesitz schon einen sehr, sehr guten Plan haben, immer wieder mit Keeper, Überzahlspieler. Dann wird es natürlich schwer, wenn du ihn permanent anläufst. Ich glaube, dass wir da eine gute Balance gefunden haben und auch vielleicht das Tor von Maxi dadurch erzwungen haben. Dann Standardtor zum 2:0. Waren schon bewusst, dass vielleicht was möglich ist. Ich glaube, dass wir physisch auch so aufgestellt haben, dass das zum Erfolg führen kann. Und ich glaube, die Entscheidung war dann einfach das 3:0 aus einer Umschaltsituation, dass wir dann gut spielen. Und dann verteidigen wir es gut, lassen auswärts kaum hochkarätige Torchancen zu. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass es funktioniert. Und deswegen sind wir glücklich. Ja, mit diesen drei Punkten, und ich bin auch glücklich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben heute. Es ist nicht so einfach. Ich gucke hier gerade drauf, mit 37% Ballbesitz ist nicht ganz so das, was ich mir vorstelle, aber es war halt zwingend notwendig, um hier zu bestehen, und deswegen Kompliment an die Mannschaft für eine gute Leistung. Christian, dir natürlich weiterhin viel Erfolg, ja, und es geht immer weiter. Danke, Stefan Leitl. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, danke schön euch auch. Zunächst mal Glückwunsch zum Auswärtssieg. Situation bei uns ist eigentlich in dem Spiel sehr einfach erzählt. Die Problematik ist, dass wir natürlich uns auch Tore selbst reinmachen, in der Art, wie wir sie verteidigen, wie wir sie auflegen. Wir waren eigentlich gut im Spiel drin, hatten dann in der 6 Minuten so eine, wenn ich jetzt sage, Doppelchance, einmal Block dabei, Checker, und dann Leon schlägt über den Ball drüber, und dann hat kurz vor dem Fehlpass hat Hannover die erste gute Möglichkeit, die Dominik gut hält. Und dann ohne Bedrängnis, den Ball haben wir genügend freie Spieler, legen wir ihn leider hin, dann steht es 1:0. Und das ist dann etwas, was uns momentan wirklich in den Spielen passiert. Das bringt uns dann auch aus dem Tritt. Das tut der Mannschaft auch schwer. Dann haben wir auch wirklich einige Minuten gebraucht, bis wir wieder ins Spiel reingekommen sind. Konnten dann die Partie wieder für uns offener gestalten. Hatten zwei halbe Möglichkeiten, wo wir dann einfach die Dinge gut spielen, aber da nicht zwingend sind. Und wir wussten, dass wir bei Standardsituationen hier aufpassen mussten, dass der Gegner das seine Qualität hat. Und dann war es halt bezeichnend, dass wir den Ball klären können und wollen zum Torwart spielen. Der geht zum Eckball raus, und dann musst du einfach, wenn der kurz kommt, da haben wir auch klare Zuordnung, den Ball klären. Das ist uns mit zwei Personen nicht gelungen. Und dann liegst du hier gegen eine Mannschaft 2:0 zurück, wo du wirklich auch aufpassen musst, weil sie auch nach vorne mit Bayern schnell ein Spiel haben, weil du im Umschaltspiel aufpassen musst. Und dann passiert genau das, was wir uns nicht vorgestellt haben, dass wir dann hier in den Konter reinlaufen und trotzdem war es ein Konter, wo wir in Überzahl waren. Letztendlich dann auch bei dem Gegner nicht mitgelaufen sind, dann auch den Ball abgefälscht haben zum Hinlegen. Er trifft ihn dann sehr gut, und mit 3:0 war das Spiel dann hier entschieden gewesen. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte mit der Nennung des Namens und des Mediums, für das ihr tätig seid. Das Mikro kommt. Ja, guten Abend, Herr Tietz. Yannick Sammert von der Volksstimme. Sie haben es gerade schon angesprochen, die individuellen Fehler, die vor allem dann auch in der ersten Halbzeit wieder passiert sind heute. Wie kann es vielleicht gelingen, diese abzustellen? Weil das ist ja genau das große Manko. Und wo kann man da ansetzen? Ich muss sagen, jetzt beim ersten und beim zweiten Tor, beim zweiten haben wir bewusst gesagt, lasst uns die Bälle, wenn sie lang geschlagen werden, vom Tor wegverteidigen. Das haben wir in dem Fall nicht gemacht. Beim ersten, da gab es nichts zum Wegverteidigen, gab es keine Drucksituation, gar nichts. Das war einfach ein Fehler, dass der Spieler gedacht hat, da steht niemand, der spielt zurück und wir kriegen reingeschossen. Und dann ist es ganz einfach im Fußball so, das weiß auch jeder. Dann wird es schwer, weil du genau wieder diesen Rückschlag bekommst, den du eigentlich vermeiden wolltest.
Dann würde ich gerne auf was Positives eingehen, das Comeback von Lukas Schuler. Sagen Sie doch gerne ein paar Worte zu der Personalie und zu seiner Leistung. Ja, eigentlich haben wir das mit Luca Drinker, was wir wollten, dass wir Geschwindigkeit in die letzte Reihe hinten reinbekommen haben, dass wir einen Spieler haben, der Wucht mit reinbringt, der sich auch in den Zweikämpfen mit aufreibt und der wirklich versucht hat, sich komplett im Spiel reinzuhängen und der auch immer wieder kritische Szenen hervorgerufen hat. In der zweiten Halbzeit haben Sie es mit einem Dreierwechsel probiert, nochmal neuen Wind und vielleicht auch ja, entsprechende Veränderungen reinzubringen. Gerne auch dazu nochmal was sagen, bitte. Ja klar, wir waren dann hinten gelegen und wir wollten einfach nochmal hinten in der Innenverteidigung. Wissen wir, dass wir bei dem einen oder anderen Spiel noch ein, zwei Wochen brauchen, bis er vollständig fit ist und dann auch einen frischen Spieler einbringen und vorne zwei schnelle Spieler, ein Spieler, die dann vielleicht nochmal eine Situation kreieren können. Dann waren auch 4, 5 Situationen, wo wir gut vorbereitet haben, wo wir dann aber im Abschluss einfach schludrig sind. Haben Sie vielen Dank. Bitte. Genau, in der ersten Reihe bitte. Lars Beike, Bild Hannover. Stefan, du hast heute vorne die beiden ganz Jungen gebracht. Nico hat sein Debüt gegeben. Ich fand in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel gemacht. Kannst du sagen, erstmal, was waren die Beweggründe und wie hast du es gesehen mit Nico und vor allen Dingen auch mit Maxi Bayer dann vorne? Ja, ich kann dir da zustimmen. Nico hat das auf den Platz gebracht, was wir uns von ihm erhofft haben, ja, dass er scharf ist im Anlaufen, das hat er getan. Er war sehr diszipliniert im Anlaufen im Verbund mit Maxi, wurden natürlich dann auch von Harvard Nielsen auf der 10 gut gesteuert, gut gelenkt. Ja, beide haben das umgesetzt, was wir wollten. Wir hatten die Situation, dass wir gesagt haben, okay, Pressing-Momente lang überspielen. Ja, wir haben immer 1-1-Situationen an der letzten Kette. Wenn wir das Kopfballduell gewinnen, in die Verlängerung kommen, kommt Maxi in die Tiefe. Das ist uns mehrmals schon in der ersten Hälfte gelungen, wo wir wirklich gute Torchancen dann auch daraus erzielen konnten. Und ja, insgesamt war das von beiden eine gute Leistung. Und ja, Nico war dann ziemlich platt. Deshalb haben wir ihn auch rausgenommen und jetzt kann er sich ausruhen, in 3 Stunden hat er dann Geburtstag, kann er noch, oder vielleicht sind wir noch im Bus unterwegs, mal sehen, dann kriegt er noch den einen oder anderen Glückwunsch. Gibt es weitere Fragen? Ja, in der zweiten Reihe. Bevor es vielleicht noch eine sportliche Frage gibt, Stefan, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Du warst gerade beim Interview draußen, dass es ein bisschen unruhig wurde. Wir waren hier drin bei den Spielern. Wie hast du es gesehen? Was war da los? Und vielleicht kannst du uns auch erklären, vielleicht was bei dir da gerade passiert ist in dem Moment, als du es mitbekommen hast. Also ich wollte raus, ich durfte dann auch nicht raus im ersten Moment. Was genau war, weiß ich nicht. Ja, ich habe nur sehr viele Polizisten gesehen und dann kam der Feueralarm und dann mussten wir das Stadion verlassen erstmal. Das ist das, was ich euch sagen kann. Und es gab noch kein Gespräch mit meiner Mannschaft, mit meinen Jungs. Das werden wir jetzt im Bus nachholen. Insgesamt natürlich nicht schön, weil das Sportliche natürlich, gerade was uns betrifft, jetzt auch so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Dann noch sportlich hinten ran, also mal abgesehen von der Ecke, die einstudiert aussah, kannst du vielleicht noch was zu sagen? Hat Enzo Leopold heute auch das erste Mal in der Startelf gestanden? Ich fand auch das richtig gut gemacht. Da waren ja jetzt ein bisschen weniger Spieler im Mittelfeld, logischerweise nach der Grundformation. Aber wie hast du seine Leistung gesehen? Auch Krämpfe gehabt dann nach 50 Minuten irgendwie. Also wir fanden ihn auch wirklich sehr quirlig da. Ja, auch sehr griffig und hat das auch umgesetzt, was wir wollten. Ja, diese Griffigkeit, dieses immer wieder rausverteidigen in 1-1-Situationen im Zentrum, um den Gegner dann zu stören, wenn sie flach spielen. Ja, und dann sieht man jetzt den Unterschied zu einem Freundschaftsspiel und zu einem Pflichtspiel in der zweiten Liga. Das ist eine andere Intensität. Wir müssen eine andere Intensität gehen. Aber er hat das richtig gut gemacht und wir haben vor dem Spiel gesagt, jeder Spieler muss an sein Limit kommen. Und ich glaube, er hat alles investiert und hat sich dann die Auswechslung auch verdient, weil man muss auch sagen, wenn man ein Spiel auswechselt, ist nicht immer nur das Negative, darf man nicht immer nur das Negative sehen. Ja, und zur Ecke, eigentlich habe ich mich geärgert, dass wir diese Variante spielen, aber gut gemacht, Enzo. Und Luca natürlich. Ja, Herr Tietz, Janik Sammert von der Volksstimme nochmal. Und zwar würde mich noch interessieren, beziehungsweise ich habe Ihre Mannschaft sowohl in der Anfangsphase als auch Mitte der ersten Halbzeit, im Grunde vor dem 2-0, eigentlich gut gesehen. Sehen Sie das auch so? Und was kann man vielleicht auch aus diesen Phasen Positives mitnehmen? Was kann man da rausziehen? Ich weiß, worauf Sie auch anspielen. In dem Spiel sind schon viele Phasen drin, wo wir es gut machen. Aber wir machen entscheidend im Defensivverbund machen wir wirklich entscheidende Fehler, wo wir auch dann dem Gegner die Möglichkeit geben, ihre Qualität mit reinzubringen. Und
Ja, wir werden darauf weiterhin aufbauen. Also wir werden mit den Jungs reingehen. Das müssen wir abstellen, das müssen wir verändern. Und da müssen wir dran anpacken. Und das ist ein Aspekt, den wollen wir mitnehmen. Aber da können wir uns jetzt nach dem Spiel wenig dafür kaufen, weil letztendlich haben wir dieses Spiel heute durch die individuellen defensiven Fehler auch abgegeben. Dann noch eine letzte Frage von mir, und zwar auf die Offensive bezogen. Ich hatte das Gefühl, dass es bis zum Strafraum eigentlich auch alles sehr, sehr gut aussah. Stichwort Schludrigkeit ist schon gefallen. Ist es genau diese Ungenauigkeiten dann im letzten Drittel? Oder woran kann man da vielleicht ansetzen, dass man eben halt auch noch dadurch mehr hundertprozentige Chancen erspielt? Sie können mir gerne auch widersprechen. Nein, ich weiß, die Chancen waren nicht hundertprozentig, denn da hätten wir es ja eigentlich so gut wie eingeschoben. Sondern dann brauchen wir ab und zu mal noch einen Tick, dann kommt der Pass vielleicht mal ungenau. Aber es war zum Beispiel auch, dass wir viermal in einer Schusssituation waren, wo wir nicht direkt geschossen haben, wo wir einmal über den Ball geschlagen haben, wo wir dann den Ball daneben schießen. Das ist aber oftmals in der Situation so, wo du der Musik dann dem Spiel hinterherläufst, weil du letztendlich in Rückstand gerätst und bist ein Stück weg überhastet. Malte Zander. Ja, heute in Vertretung für die Kollegen von der BILD. Herr Tietz, wir haben jetzt den fünften Spieltag hinter uns. Was fehlt aus Ihrer Sicht dem FCM noch, um richtig in der zweiten Liga anzukommen? Ja, was uns fehlt, haben wir gesehen. Uns fehlt eine konsequente Defensivarbeit, dass wir da in der Box die Situation klarer wegverteidigen und dass wir es abschalten, die einfachen Fehler zu machen, die uns jetzt schon in einigen Spielen durch einen Fehlpass, durch ein Produzieren von Elfmeter letztendlich dann auch ins Hintertreffen bringen. Lukas Schuller hatte uns gesagt, er hatte das Gefühl, dass sie eigentlich gut im Spiel waren und vielleicht auch sogar die bessere Mannschaft waren. Ist ja eine ungewöhnliche Wahrnehmung. Jetzt, wenn wir sitzen draußen und sehen das 0-4 und der Spieler steht ja nur mal auf dem Platz, der hat natürlich eine andere Wahrnehmung als wir. Finden Sie das problematisch, dass das so auseinandergeht? Nein, ich finde, was er für sich wahrgenommen hat, dass wir grundsätzlich mit dem Ball mehr vom Spiel hatten, aber halt daraus den Schluss gezogen hat, dass wir dann noch nicht konsequent unsere Torchancen zu Ende produziert haben. Aber das ist entstanden in dem, was ich Ihnen eben gesagt habe. Letztendlich haben wir es nach hinten dann nicht konsequent und gut gemacht. Der Kollege aus Hannover hatte schon gefragt nach den etwas unschönen Szenen nach dem Spiel. Haben Sie davon was mitbekommen? Können Sie dazu was sagen? Ich habe leider nichts mitbekommen. Aber grundsätzlich, da kann ich mich ziemlich klar positionieren, haben diese Dinge im Stadion nichts zu suchen. Danke. Bitte. Damit schließe ich die Pressekonferenz unseren Gästen aus Hannover. Einen schönen Heimweg und ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart. Danke.